Hi Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute möchte ich ein oft angefragtes Tutorial zu der Frisur machen, die ich in meinem Hautpflege-Routine-Video gemacht habe. Und ja, so sieht sie aus. Ich habe sie schon einmal fertig gemacht. Was ihr dazu braucht, ist einmal ein Kamm, um vorher sorgfältig eure Haare durchzubürsten. Ich empfehle immer einen Kamm, besonders nach der Haarwäsche, wenn ihr die nassen Haare durchkämmt, weil es schonender für eure Haare ist und die Haare nicht so schnell abbrechen. Und dann braucht ihr noch ein normales Haargummi. Was ich gerne mache, ist solche kleinen Gummibänder nehmen. Oh, ich halte euch das mal ran. Diese Gummibänder erhaltet ihr eigentlich überall, wo es normalen Haarzubehör bedarf. Überall bekommt ihr das eigentlich. Ich habe sie bei Rewe gekauft für 2 Euro. Das war ein 100er Pack und die gibt es dort in verschiedenen Farben. In so einem Braun, nochmal heller und einmal in Schwarz. Das könnt ihr dann super euren Haaren anpassen. Und wenn ihr euch das mal anguckt, ist es eben viel filigraner in euren Haaren und es fällt kaum auf, als wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein ganz gewöhnliches, dickes, schwarzes Haarband nehmen würdet. Also ich finde es immer ein bisschen schöner, aber ihr könnt natürlich so variieren, wie ihr das gerne möchtet, beziehungsweise was ihr zu Hause habt und was ihr auch gewohnt seid. Genau, und als drittes brauchen wir dann einmal ganz gewöhnliche Haarspangen. Da nehmt ihr auch am besten die, die ihr schon zu Hause habt und mit denen ihr auch schon gearbeitet habt. So, im Anschluss kommt das Video. Ich hoffe, es gefällt euch und bis zum nächsten Video. Wie immer, alles Liebe. Ciao! Zu Beginn kämmen wir unsere Haare gründlich durch, damit wir nachher beim Flechten garantieren, dass wir keine Knoten in den Haaren haben. Dies mache ich mit dem am Anfang gezeigten Kamm. Das geht relativ schnell und tut nicht weh. Wenn wir damit fertig sind, beginnen wir unsere Haare zu unterteilen. Je nachdem, ob man viel der Haare verflechten bzw. einrollen möchte oder nicht, kann man sich darüber Gedanken machen, was für eine Breite der Haare man abtrennt. Ich mag es lieber, wenn man mehrere Haare abtrennt. Das heißt, ich entscheide mich für die zweite Variante und gehe direkt hinterm Ohr entlang und nehme dann einen gesamten Bund sozusagen weg. Den Rest lege ich einfach über meine Schulter. Ihr könnt es mit einer Spange fixieren, je nachdem, wie lang eure Haare sind. Das einzelne Haar käme ich noch einmal durch und fange dann auch direkt an. Ich nehme mir von oben eine Strähne, teile sie ab. Wo genau ihr das macht, ist egal. Hauptsache, dass ihr vorne noch viele Haare zur Verfügung habt, mit denen ihr dann arbeiten könnt. Dann nehme ich mir von vorne eine Strähne und lege sie über die vorher rausgesuchte einfach drüber. Die hintere Strähne lege ich wieder runter und nehme mir dann zusammen mit einer Strähne davor wieder einen Bund weg und lege sie über die, die ich vorher gehalten habe. Dies wiederhole ich immer wieder. Man nimmt immer eine vordere Strähne und legt sie über die vorhandene rüber. Die vorhandene legt man dann wieder an den Kopf und holt sich da noch ein paar Haare dazu und legt sie wieder über die, die ihr in der Hand haltet. Damit erreicht ihr einfach das Ziel, dass ihr die Haare immer mit neuen Haaren verflechtet bzw. einrollt. Dadurch bleibt eure Rolltaktik sozusagen nah am Kopf anliegen und kann sich auch nicht mehr aufrollen. Das wiederhole ich dann so lange, wie ich das möchte. Je feiner ihr das macht, desto größer ist natürlich das Ergebnis. Aber wer zum Beispiel Probleme damit hat, sich generell selber Frisuren zu machen oder dass die Arme schwer werden oder dass man das nicht so gut hinbekommt, der kann auch mit größeren Strähnen arbeiten. Das Ergebnis ist trotzdem gut zu sehen und sieht sehr schön aus. Ich führe also diese Taktik immer weiter fort, so weit, bis ich alle Haare, die ich mir vorher rausseperiert habe, sozusagen aufgebraucht habe. Hier kann man an der Seite schon das Ergebnis sehen, wie es später aussehen wird. Wenn ihr möchtet, dass das ein bisschen lockerer aussieht und generell nicht so ordentlich, könnt ihr euren gerollten Zopf immer wieder ein bisschen auflockern oder sogar ein paar Strähnen rausnehmen. Den Rest rolle ich einfach so zusammen
und fixiere ihn mit einem kleinen Haarband, den ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe, damit ich nachher keine Schwierigkeiten beim Anpinnen der gerollten Strähne an das restliche Haar habe. Jetzt hole ich mir mein restliches Haar wieder dazu und lege die gerollte Strähne sozusagen um meinen Hinterkopf auf die andere Seite rum. Man kann, wenn man möchte, um einen etwas voluminöseren Hinterkopf zu erzielen, sich dann noch ein paar Strähnen bzw. den gesamten Hinterkopf ein bisschen anheben. Dadurch, dass man die gerollte Strähne sozusagen da nochmal um den Hinterkopf fixiert, wird auch euer Puffer, den ihr euch sozusagen geschaffen habt, wunderbar halten. Ich nehme normale Haarspangen und fixiere dann den gerollten Zopf an meinem restlichen Haar. Ihr braucht keine Sorge haben, dass man die Haarspange im Endeffekt zieht, weil mit meiner nächsten Bewegung und den restlichen Haaren lege ich die Strähne einfach so, dass die unteren Haarsträhnen und auch das Zopfgummi gut verdeckt sind. Auf der anderen Seite beginne ich nun mit dem Flechten. Ich teile meine Haare in 3 einzelne Strähnen und fange an, sie zu flechten, so wie einen normalen Flechtzopf kennt. Falls ihr nicht wisst, wie man normal flechtet, ihr nehmt euch einfach 3 Strähnen. Hierfür benutze ich eine von ganz vorne, ganz hinten und eine in der Mitte von meinen Haaren und flechte sie übereinander. Ich lege sie sozusagen immer von ganz außen in die entgegengesetzte Richtung. Was ich gerne mache, was ihr aber nicht machen braucht, ist einen französischen Zopf zu flechten. Das heißt, ich arbeite nicht mit der gesamten Haardicke bzw. mir zur Verfügung stehenden Haaren, sondern nehme immer kleine Strähnchen und füge dann immer mehr Strähnen in meinen Zopf hinein. Das gibt einen wundervollen Effekt, lässt sich auch sehr gut variieren von der Dicke und von der Struktur. Aber wie ihr das flechtet, das ist euch selber überlassen. Macht es so, wie ihr es könnt oder wie ihr es schön findet. Ich flechte jetzt einfach den gesamten Zopf in einen Bauernzopf oder wie ihr es möchtet, in einen ganz normalen Zopf und sammelt somit alle restlichen Haare auf. Um zu gewährleisten, dass sich meine Haare während meiner Flechttechnik nicht irgendwie verheddern oder generell sich aufwickeln, ziehe ich immer die Haare bis nach unten durch, wie ihr das hier gerade gesehen habt, und dann kann ich besser damit arbeiten. Je nachdem, wie streng bzw. sauber ihr den Zopf haben wollt, könnt ihr das entweder bis komplett runter flechten oder ihr macht das so, dass ihr unten einen längeren Zopf noch freilasst und so wie ich hier gerade meinen Zopf sozusagen nach unten hin auflocker. Dann nehme ich wieder das kleine Haarband zum Fixieren und mache meine Haare sozusagen zu. Ich mag diese Frisur eher lässig bzw. ein bisschen messy und ziehe deswegen auch von oben nochmal Haare raus, damit meine Seiten ein bisschen voluminöser aussehen. Ich locker das etwas mit meinen Fingern auf und fertig ist die Frisur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr das noch einmal von der Seite. Der Zopf ist gut versteckt, man sieht ihn hinten nicht. Und an der Seite sehen wir ganz klar unsere gerollte Struktur. Bis zum nächsten Mal.